ich bin jetzt auf dem Weg nach Berchtesgaden. Es geht ziemlich langsam vorwärts, stehe gerade mehr oder weniger im Stau zwischen Hirschenberg und Inntal-Dreieck. Aber ich werde es schaffen. Ich werde es rechtzeitig schaffen. Auf dem Plan steht heute, auf die Gotzenalm zu gehen, dort zu übernachten. Das wird laut Wanderführer ungefähr 4 Stunden dauern. Hoffe ich. Und morgen geht es dann auf den Schneibstein. Das wird ungefähr 8 Stunden dauern, rauf und runter. Noch ein paar Worte zum Wetter. Heute ist Sonne vorausgesagt. Herrlicher Sonnenschein, wie man sieht. Morgen, je nach Wetter-App. Also die eine Wetter-App sagt, es wird Nachmittag Gewitter geben, was auf dem Berg oben natürlich richtig scheiße ist. Andere Wetter-App sagt, schönes Wetter, jetzt höre ich gerade im Radio, morgen soll es regnen. Ja, super. Wir werden uns überraschen lassen. Stau, Stau, Stau. Zum Kotzen. So, ich gehe jetzt los. Es ist 15.30 Uhr. Plan war 14 Uhr, um 18.30 Uhr auf der Hütte zu sein, damit ich noch was zum Essen kriege und damit es nicht dunkel wird. Leider war jetzt so viel Stau, dass ich erst um 15.30 Uhr wegkomme. Ja, schauen wir mal. Wirklich hasse, ist am Parkplatz steht bis zur Alm 4 Stunden. Ungefähr eine halbe Stunde später steht noch 3,5 Stunden. Ich bin eine Stunde schon unterwegs, sehe ich wieder ein Schild, noch 3,75 Stunden. Jetzt bin ich 1,5 Stunden unterwegs und da kommt wieder ein Schild, noch 3,5 Stunden. Oh, das ist demotivierend. Hier ist allerdings jetzt ein schöner Wanderweg. Geht immer so leicht bergauf, bergab. Und unten kann man immer wieder zwischen den Bäumen den Königssee erkennen. Eine halbe Stunde später treffe ich wieder auf dem Schild Gotzenalm 2,5 Stunden. Ich gehe und gehe und gehe, aber die Zeit zu Gotzenalm wird nicht weniger. Da habe ich keinen Bock mehr. Cowboy, wandere in den Sonnenuntergang.
ich habe mein Ziel erreicht, Gott sei Dank. Eine Wahnsinnslandschaft hier. Das hat sich echt gelohnt. Wow. So, und jetzt schauen wir mal, wie lange ich gebraucht habe. Drei Stunden, sieben Minuten. Yeah.